Die Ukraine wird nach den Worten von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg ein Mitglied des Militärbündnisses werden. Das sagte Stoltenberg zum Auftakt des Treffens der Ukraine-Kontaktgruppe auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein. Ich habe gestern in Kiew gesagt, dass die Zukunft der Ukraine in der euroatlantischen Familie liegt und alle NATO-Verbündeten zugestimmt haben, dass die Ukraine ein NATO-Mitglied wird. Aber das Hauptaugenmerk liegt natürlich jetzt darauf, wie wir sicherstellen können, dass die Ukraine sich durchsetzt. Die westlichen Staaten müssten bei der Unterstützung der Ukraine einen langen Atem haben, sagte Stoltenberg. Auch oder gerade nach dem Ende des Krieges müssen wir die Ukraine unterstützen, weil wir sicherstellen müssen, dass die Ukraine die militärische Stärke und die Fähigkeiten hat, um neue Angriffe zu verhindern. Denn man darf nicht vergessen, dass der Krieg nicht im Februar letzten Jahres begonnen hat. Der Krieg hat 2014 begonnen, als Russland die Krim illegal annektiert hat und als Russland zum ersten Mal in den östlichen Donbass vorgerückt ist. Beim sogenannten Ramstein-Treffen der NATO-Verbündeten soll über weitere militärische Hilfe für die Ukraine beraten werden.